Was bedeutet es, arm zu sein und was reich? 1% der Bevölkerung in Deutschland besitzt nur 35%. Warum ist das so? Ich frage mich, warum manche hart arbeiten und trotzdem nicht genug Geld haben. Wie bekommt man eigentlich einen guten Job? Welche Rolle spielt Bildung dabei? Die Tafel Spremberg bietet hochwertige Lebensmittel und Waren des persönlichen Bedarfs sowie ein warmes Mittagessen für einen geringen Spendenbetrag. Alles, was hier weitergegeben oder verkocht wird, wird von Menschen oder Firmen gespendet. Durch die Atmosphäre, durch die Menschen, die man hier neu kennenlernt und ja, weil es Spaß macht. Genau. Wir halten hier alle zusammen. Wir müssen sowieso alle an einem Strang ziehen, weil anders geht es nicht. Jeder ist auf jeden angewiesen und ja. Und deswegen, das macht Spaß, hier mit den Leuten zu arbeiten, mit allen. Genau. Die Ehrenamtlichen sind auch immer bereit zu helfen, nicht? Und ja, ist einfach toll hier. Wie gesagt, sind alle Menschen hier herzlich willkommen, die irgendwie von sozialen Zuschüssen leben. Die sollen sie auch bitte nicht scheuen, hierher zu kommen, weil hier kriegen sie wirklich Hilfe und Unterstützung, um den Geldbeutel den eigenen ein bisschen zu schonen. Und ja, die Lebensmittel, Sachspenden und so weiter, das braucht sich keiner. Also werden alle nett und zuvorkommend behandelt und ja. Egal, woher sie kommen. Ja. Weil wir hier uns wohlfühlen und immer unser Mittagessen schön haben hier. Wir sind zwar nicht faul, wir kochen zwar auch gerne zu Hause, aber es schmeckt sehr gut hier. Und warum soll man das nicht nutzen? Und für den Preis, 2 Euro, kann sich hier kein Mensch was kochen. Zu Hause kochen. Zu Hause eben. Deswegen gehen wir hierher essen. Und das ist immer eine Abwechslung. Und man sieht sich, das ist dann sehr schön. Na, sagen wir mal, was wir ausgeben hier. Also 2 Euro für Mittag. Ja, und Tag. Pro Tag. Und wenn wir noch ein Getränk haben möchten, dann 25 Cent. Also das ist dann sehr billig und sehr entgegenkommend für Rentner. Das gemeinsame Essen, wir sind ja nur leider alle zu Hause alleine und man hat dadurch ein bisschen Abwechslung und das finden wir sehr schön. Ich frage mich, wie es ist, ohne ein Zuhause zu leben. Und was ist, wenn es an manchen Tagen schlechtes Wetter ist? Wie ist es dann, obdachlos zu sein? Mir reicht es, wenn ich warme Kleidung habe, ein Dach über dem Kopf habe und gesund bin. Kann es uns allen passieren, arm zu werden? Wie ist es wohl, Schulden zu haben, sich immer Sorgen ums Geld machen zu müssen? Viele Frauen in Deutschland leiden an Periodenarmut und können sich Binden, Tampons etc. nicht leisten. Wir finden, diese Artikel sollten kostenlos für alle sein. Wenn man mit seinem Geld prahlt, nur an sich selbst denkt und nichts teilt, ist man dann nicht auch arm? Ist man nicht auch reich, wenn man geliebt wird, wenn man glücklich ist? Geld ist mir wichtig, weil ich davon Geschenke und Essen kaufen kann. Ich kann mir Dinge kaufen, die mich für einen Moment glücklich machen. Oder die Wasser- und Heizungsrechnungen bezahlen. Ich möchte gerne ein Auto haben. Am besten kauft man einen Gebrauchtwagen oder ein Ausstellungsstück. 2021 waren 13 Millionen Menschen in Deutschland von Armut bedroht. Das sind 15,8% der Gesamtbevölkerung. Über 2 Millionen Menschen besuchen in Deutschland regelmäßig Tafeln. Was wir tun können, ist von dem, was wir haben, abzugeben und zu teilen. Und ein wenig Einsicht zu zeigen gegenüber den Menschen, die nicht viel haben oder nicht viel haben können. Zusammen ist man weniger allein. Zusammen ist man weniger allein. Zusammen ist man weniger allein.